Ja, hallo meine lieben Zuhörer und Interessierte. Immer noch der 2. November 2023 und wie versprochen der kleine Video, Kurzvideo mit Bericht von der Ö24 von diesem Skulpturenbrunnen mit Trinkwasser. Das ist Trinkwasser, was da aus dem Brunnen kommt. Und ja, ich bin schockiert. Das Ding kostet 2 Millionen Euro und ich sag mal so, das könnte auch hier in Deutschland locker, dass man sich das hier auch so gönnt. Nicht, dass hier dass das nachher noch nachgeahmt wird von Frau Claudia Roth, wenn hier so einen tollen Brunnen. Aber ich zeige euch jetzt da den Film. Ich bin auf jeden Fall schockiert. Wofür hier, auch gerade hier Österreich, oder wie gesagt, das kann auch hier in Deutschland sein, ist jetzt gerade hier in Wien. Grüße gehen raus. Schreibt mal, wenn ihr aus Wien kommt, was ihr zu eurem neuen Brunnen, was hat Jubiläumsplatz oder wie der da heißt, mal schauen. Kommt bestimmt mal ein Video vor. Ich schalte euch um. Ich will hoffen, die zeigen die einzelnen Figuren, aber die ich da jetzt gerade schon gesehen habe, im Einführstreifen, im Intro, ich bin schockiert. Aber schaut selber. Also hier, meine Lieben, seht ihr schon mal den Brunnen. Da könnt ihr schon mal erahnen mit den Skulpturen dahinter. Das ist ja Jan van Bellen, also hier das ist der Bundespräsident von Österreich. Ihn kenne ich jetzt nicht, aber kommt jetzt in dem Video vor. Ich werde das jetzt mal ablaufen lassen. Ist so ein Reporter, der erklärt uns das. Video dauert, glaube ich, 5 Minuten. Sehr sehenswert. Ich werde das so durchlaufen lassen, ohne Kommentar, und sage danach mal was. Aber ich denke, ich habe auch schon alles gesagt. Ich bin auf jeden Fall schockiert. Schreibt mal unter den Kommentaren rein, was ihr davon haltet, von diesem Brunnen. Brauchen wir so einen Brunnen in Deutschland? Heute vor 150 Jahren, am 24. Oktober 1873, da wurde am Wiener Schwarzenbergplatz die erste Wiener Hochquellwasserleitung eröffnet und damit wurde auch ein neuer Brunnen aus der Taufe gehoben. Heute, am 24. Oktober 2023, haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig den Jubiläumsbrunnen hier in Favoriten eröffnet. Ein Brunnen, über den sicherlich eifrig diskutiert werden wird, denn Rom hat beispielsweise den wunderschönen Trevi-Brunnen. Dubai hat beispielsweise die Fontane vor dem Burj Khalifa und Favoriten hat jetzt dieses neue Kunstwerk. Was Bürgermeister, Stadtrat Czernohorst und auch die Wiener dazu zu sagen haben, hören wir jetzt. Schwarzenberg-Feeling auch in Wien Favoriten. Die Fontanen, die geht richtig hoch. Bezirksvorsteher Markus Franz, wie gefällt Ihnen denn dieser Brunnen? Ja, ich glaube, ein Glückstag. Also Schwarzenbergplatz vor 150 Jahren, heute die Eröffnung im Beisein des Bundespräsidenten und des Bürgermeisters und hinter uns die schöne Fontäne. Also ich glaube, ein Highlight für kommende Jahre im Bezirk. Vor allem in den Sommermonaten, wenn es dann etwas wärmer ist, wird das wahrscheinlich auch sehr viele Kinder freuen. Ja, wir haben ja angrenzend einen Bildungscampus, einen Kindergarten, aber auch eine Senioreneinrichtung. Und ich glaube, alle brauchen eine Abkühlung auch im Sommer. Und das kann so ein Platz werden, so ein Cool Spot, dass sich die Leute eben abkühlen kann, ein bisschen die Zeit verweilen, da dem Plätschern ein bisschen zuzuhören. Und schon allein das Geräusch, glaube ich, ist auch eine innerliche Abkühlung. Ja, am 24. Oktober 1873, also vor genau 150 Jahren, hat Kaiser Franz Josef I. und der Wiener Bürgermeister Kajetan Felder den ersten Hochstrahlbrunnen eröffnet, damit die erste Hochquellwasserleitung, die hervorragendes Wasser nach Wien geführt hat. Das war eine technische Meisterleistung des Ingenieurs Professor Eduard Süß und in nur 4 Jahren Bauzeit ist diese Hochquellwasserleitung errichtet worden. Der Hintergrund war, dass Wien als stark wachsende Metropole mit Cholera-Pandemien zu rechnen gehabt hat. Und alleine im Jahr 1873, und es war damals die erste Wiener Weltausstellung, sind 3000 Menschen an der Cholera gestorben. Also es war notwendig, die Hygiene, die Gesundheitsrahmenbedingungen zu verbessern. Und da war das Wiener Wasser ganz wichtig. Also das war eine Entscheidung, die beispielgebend war. Und wir setzen diese Tradition nicht nur fort, sondern investieren jedes Jahr rund 100 Millionen Euro,
um das Netz des Wiener Wassers nicht nur zu sanieren, sondern laufend auszubauen. Wird es in Wien ein neuer Hotspot werden? Werden da die Touristenbusse in Zukunft auch hierher kommen, um vielleicht kurz stehen zu bleiben, um das ein oder andere Foto zu machen von diesem Brunnen? Zuerst einmal wird es ganz sicher ein Cooling-Spot. Dafür ist es auch gedacht. Es soll ja abkühlen in heißen Sommertagen. Aber ich bin überzeugt, wir haben mit der Künstlergruppe Gelatin das große Glück, Leute gewonnen zu haben, die, was Kunst betrifft, in der Champions League spielen. Und ganz sicher wird das internationale Beachtung finden, ganz sicher werden Leute darüber reden. Nicht nur die Favoritinnen und Favoriten, Wienerinnen und Wiener, die Leute werden kommen, den einen wird es gefallen, den anderen nicht, es wird darüber gesprochen werden und genau das. Tut mir leid, ich muss hier mal unterbrechen, weil, was hat er gerade gesagt, das waren Künstler, die in der Champions League spielen. Ich weiß nicht, ob ihr da die Figuren im Einzelnen gesehen habt. Ich bin schockiert, dass man sowas Kunst nennt. Was sind das? Kackhaufen? Ich bin schockiert. Bitte schreibt in die Kommentare mal rein, was ihr von den Einzelskulpturen, schau das halt mal öfters an. Hier sieht man ja jetzt schon irgendwie was Rundes, ein bisschen Beton. Ist da 3D-Druck? Wie haben die das gemacht? Das hat 2 Millionen Euro gekostet. Gegen die Fontäne, gegen das Wasser. Da kann man ja nichts, das ist ja okay. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie ist da die Technik? Kann man da überhaupt von trinken? Wird das Wasser immer neu hoch? Das muss ja auch gefiltert werden. Ist das immer neues Wasser? Wer da mal Ahnung hat, kann ja mal in die Kommentare reinschreiben. Aber angeblich ist das wohl Trinkwasser. Aber es geht ja um die Skulpturen, ne? 2 Millionen Euro. Ich mache weiter, aber das ist für mich keine Champions League. Ganz klare Ansage, ne? Soll es auch sein, auf das freue ich mich ungemein. Dann hoffen wir, dass auch bei diesem Brunnen der Finaleinzug in die Champions League zu Trevi und Fontana in Dubai gelingen wird. Ja, ganz genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Beim Wasser ist sie jedenfalls begründet. Wie gefällt Ihnen denn dieser Brunnen? Da werden die Wiener heftig diskutieren. Wirklich nicht. Nein. Warum? Für allein nicht die Figuren. Es ist so viel Steiner. Mir gefällt es nicht. Uns gefällt es sehr gut. Ja? Es ist sehr lustig und sehr spielerisch. Bereichert das die Stadt und den Bezirk? Ich glaube schon. Also ja? Wenn da eine Schule ist, ich glaube, das kann schon ein richtiger Ort sein. Auf jeden Fall. So ist er eh in Ordnung, nicht? Aber ich bin nur neugierig, wie lange er so schön ist. Ja. Wird das ein Touristen-Hotspot werden, wenn da viele herkommen, sich das anschauen? Glaube ich nicht. Höchstens die Sprüher, die Figuren alle ansprühen. Weil ich wohne da in dein Haus und ich weiß es, wie sie, was sie da ansprüht. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Ja. Bisschen eigenartig, aber was so ist. Was finden Sie eigenartig? Die Figuren, die was sonst. Ja, relativ schön. Sehr gut, gefällt mir das, ja. Was macht? Ich wohne da vis-à-vis und da habe ich jetzt immer, wenn ich bei der Haustür herausgehe, habe ich das immer vor mir, das ist hübsch, ja. Alles, was kommt neu und so etwas, das ist wunderschön für Stadt, für Augen, für alles. Das wird eine Touristenattraktion, glaubst du? Genau so, ja? Genau so. Aber das ist für mich schon viel besser, weil ich wohne da gerade von meinem Balkon. Ich habe so eine Paradies. Ein Paradies? Das, ja, das ist wunderschön. Mir hat vorhin ein Passant, der wollte nicht vor die Kamera gehen, gesagt, schaut ein bisschen aus wie ein schwangerer Elefant. Nein, die Figuren sind halt komisch. Es ist Geschmackssache. Also hier, meine lieben Zuschauer, habe ich noch was gefunden bei hier Ö24. Da oben ist die Seite. Mit diesem Brunnen, schau doch mal die Skulpturen an. Da habe ich nochmal ein paar Fotos, werde ich jetzt auch in dem Video beizun. Und hier, ne, das heißt hier Wir Wasser, so der Name des Projekts, wurde von der Künstlergruppe Gelatin entworfen, um die Vielfalt der Menschen zu repräsentieren. Mal gucken, ob man noch, ja, genau. Ne, Brunnen, Riesenwirbel, künstlich eingeweihter Jubiläumsbrunnen. Ist nicht nur ein Blickpfand, sondern auch ein wahrer Geldschlucker. Mit 33 Betonfiguren rund um den Wasserspielplatz
feiert er das 150-jährige Wiener Trinkwasserjubiläum. Trotz der feierlichen Eröffnung durch hochrangige Persönlichkeiten wie Bundespräsident Alexander von Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig stößt die horrenden hohen Rechnungen sauer auf. Die 1,8 Millionen Euro, komplett aus den Steuergeldern finanziert, stoßen auf Kritik. Schon vorab gab es eine Petition gegen diese Kostenexplosion. Ne? Und jetzt habe ich hier nochmal bei Wikipedia euch nochmal die Künstlergruppe. Ne? Bin hier bei Wikipedia. Dann findet ihr hier so ein kleiner Text. Gelatine bis Ende 2005 in Gelatine. Also ist eine österreichische Künstlergruppe, die 1993 gegründet wurde. Ihr gehören Wolfgang Ganter, Aljanka, Florian Reiter und Tobias Urban an. Merkt man einerseits, dass sich Elemente andererseits in Bose von Architektur und Skulptur aus Material gericht. Oftmals sind die gefunden recycelte Stoffe. Ja, also könnt ihr hier mal noch lesen. Hier ist so ein Bild von den Künstlern. Also die haben dann auf jeden Fall, was hat das für einen Gegenwert? Ja, aber da ist immer, was hat Kunst für einen Wert? Ne? Schaut nochmal, ich gehe nochmal zurück. Hier sind nochmal ein paar Figuren, ach, hier sind ein paar Bilder. Ja, das ist denn hier von dem Italien, diese Brunnen, und das ist denn die Antwort da drauf. ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das seht. Hier nochmal. Hier von Bellen. Ja, ich meine, ich schreibe mal in die Kommentare rein, hier, schau doch mal an, da kommt so eine Nase raus, also man lässt ja, ne, liegt immer im Auge des Betrachters, aber die ganze Welt spottet, und das ist, man reißt schon wieder, das ist schon wieder so hässlich, dass man vielleicht deswegen dahin reißt, ne? Aber wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Okay, jetzt mache ich mal das Video online. Ja, das war der moderne Brunnen da in Wien, und also ich bin schockiert, das ist moderne Kunst. Mich wundert ja, dass viele, entweder sind die gestellt, bezahlt worden, dass die so eine Aussage treffen müssen, die da wohnen, aber da kamen ja doch schon manche Antworten raus bei den Passanten oder Wiener, die da wohnen, schon sehr merkwürdig, was soll das sein, die Figuren sind ein bisschen komisch. Das ist vielleicht wieder so hässlich, dass es wieder schön ist, dass man da jetzt, nur weil da solche Kreaturen auf dem Brunnenrand sitzen, dass man deswegen da hinfährt, um da das zu fotografieren. Ich bin mal gespannt, wann die ersten kaputtgeschlagen werden. Ich bin schockiert, also ganz ehrlich, und da kann ich nur Peter Wessenthaler zustimmen. Schaut nochmal rein. Ich werde das verlinken, das Interview. Ich hoffe, da kriege ich keinen Ärger. Ich weiß es aber nicht. Sehe ich ja nachher bei YouTube. Oder macht mal hier Fellner, OE24, Josef Schapp, Wessenthaler vom 1.11. am Feiertag haben die, glaube ich, darüber diskutiert. Ich bin schockiert. Schockiert immer noch. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Und dann bin ich erstmal für heute raus. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.